Jahreshoroskop 2019 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Unsere Sonne, die gesamte Sonnensystem, bewegt sich durch den platonischen Jahr. Diese Bewegung nennt man Präzession und diese Präzession wird in indischen Astrologie berücksichtigt. Also nicht wundern, es ist andere Berechnung, andere Ergebnis. Und wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich bewegen, es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Anjata, ich grüße dich, das ist dein Jahreshoroskop und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Diesem Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Geburtshoroskop oder Radix ändert sich nichts. Das bleibt immer so, weil das zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Das ist wie eine Momentaufnahme. Und diesem Bild ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das ist eine Landkarte auf deinen Seelenreise. Und deine Seele kennt das. Das ist das goldene Weg, was die Seele ausgesucht hat, auf dem Erdenleben, dieser Schicksalsweg. Es gibt 12 Lebensbereichen. Und von diesen 12 Lebensbereichen sind für dich das die wichtigste, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden. Und das ist deine Persönlichkeit, das ist deine Familie, dein Zuhause, deine Herkunft, eine Basis in dein Leben, dann deine Kreativität. Deine Kreativität, deine schöpferische Kraft, auch deine Kindheit oder Kinder. Dann die Transformation und Loslassen, aber auch Finanzen. Reise und Spiritualität, die Berufung und Öffentlichkeit. Deine Hoffnungen, Wünsche und auch soziale Kontakte und die Geheimnisse des Lebens. Dieser Horoskop, dieser Geburtshoroskop bleibt stehen, aber dein Leben ändert sich und du machst Lebensschritte. Du beginnst hier, weil das ist dein Geburtsmoment und bewegst du dich im Leben in 7 Jahren Periode. Und alle 7 Jahre sind anderen Themen wichtig. Du befindest dich momentan in einer Zwillingsperiode dieses Jahr und nächstes Jahr noch. Und das ist die Kontakte, die Austausch, das Lernen, viel in Bewegung. Und lernst du viele Dinge im Leben spielerischer betrachten. Das ist ein Spiel, wie ein Spielplatz, so kannst du das auch vorstellen, in diesem Boden bewegst du dich gerade und dann übergehst in Krebsperiode und das wird für dich bedeuten Familie oder etwas gründen, etwas Neues gestalten in dein Leben. Planeten bewegen sie sich auch, natürlich auch die beiden Lichter, wobei bei Sonnenbewegung muss ich sagen, das ist
eigentlich gar nicht die Bewegung der Sonne, sondern die Bewegung macht unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Wir nennen das auch Sonnenbewegung. Also hier bewegt sich auch, Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Und genau das schauen wir an, weil das löst was aus in einem Geburtshoroskop, weil die aktivieren Themen, die aktivieren Lebensbereichen. Ich beginne mit dem letzten Planet unserem Sonnensystem und das ist Pluto. Wo bewegt sich Pluto jetzt im März 2019? Pluto bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze, natürlich nach indischer Berechnung. Pluto ist hier im Schütze. Die Themen sind die Konkurrenz ausschalten, Themen sind Wissen vermitteln, Wissen aneignen, Themen sind Medien und kleinere Veränderungen in dein Leben. Was löst die Pluto-Bewegung in diesem Lebensbereich aus? Lass alles los, was dich dabei stört. Und bleib in deiner Kraft, weil das ist deine Macht. Das ist nur ein Erneuerungsprozess. Dann folgt Neptun. Neptun zeigt die Träume, die Visionen, die Kreativität. Das ist die inspirierende Kraft und natürlich die lebhafte Fantasie und aktiviert auch unsere Träume. Neptun bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Und das ist deine Kreativität, deine Lebensbühne. Wenn du jetzt betrachtest, in dein Geburtshoroskop hast Neptun im ersten Lebensbereich und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Dein Auftreten, deine Ausstrahlung, wie du wahrgenommen bist, das ist in die Wiege gelegt geworden. Und wo kannst du gerade diese Energie im Einsatz bringen? Im fünften Bereich, die Lebensfreude, ein Kind zu sein, spielen, dein Theater spielen, da wird deine Persönlichkeit wirksam. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, plötzliche Veränderungen und Uranus ist im Widder, aktiviert die Partnerschaft. Diese langsamen Planeten wie Uranus, Neptun und Pluto, die bleiben ein ganzes Jahr. Also Uranus bleibt ganzes Jahr im Bereich Partnerschaft, Neptun bleibt ganzes Jahr, sogar nächstes Jahr auch noch und Pluto bleibt auch. Dann kommt Saturn. Wir sollten eigentlich sehr dankbar sein, dass wir diese Saturn-Energie haben. Warum denn? Saturn ist Kronos, der Gott der Zeit und kennt die Qualität der Zeit und hat einen Einfluss auf unserem Schicksal. Nicht, weil er Lust hat, da sich einmischen und passt ihm vieles nicht, sondern belehrt uns, die richtigen Entscheidungen treffen, unseren Platz zu finden im Leben, auch die richtigen Kontakte. Und wenn er das überprüft und passt zu unserem Lebensweg und macht uns glücklich, dann wird das befestigt. Dann bringt Saturn das in Form und kommt Stabilität. Wenn das nicht die richtige ist, dann kommt natürlich Trennung,
Kündigung, anderen Entscheidungen. Also seine Wirkung ist nicht immer angenehm, aber er hilft und unterstützt uns. Saturn befindet sich auch im Schütze und genau hier räumst du auf. Auch mit deinen Geschwistern oder mit Konkurrenten, Verwandten. Also das sind auch zwischenmenschliche Kontakte. Geschwister, Verwandten, Konkurrenten, hier räumst auf. Bei einigen wirst du auch trennen. Pluto trennt. Saturn zeigt, davon sollst du trennen. Jupiter bringt Glück, Chancen, Möglichkeiten. Jupiter befindet sich in Skorpion. Glück in Finanzen. Auch Gewinnchancen. Bei Jupiter kann das auch Gewinnchancen sein. Vorausgesetzt ist, das muss ich betonen, vorausgesetzt ist, du bist mit deinen Werten bewusst. Dann hilft Jupiter. Mars ist im Stier. Das kann natürlich auslösen, dass du jetzt gerade Verbindung hast in die Liebe, Partnerschaft und kommen Themen wie Intimität, aber kann auch bedeuten, in diesem Lebensbereich, in diesem achten Lebensbereich, diese Mars-Energie, dass du dich behaupten musst, durchsetzen musst, in erbschaftlichen Themen oder bei Ämtern. Venus befindet sich im Steinbock. Und das bedeutet dein Zuhause. Und bei Venus-Energie heißt entweder hast du einen Besuch von einer weiblichen Person oder du verschönerst etwas zu Hause. Merkur ist in Fischen. Merkur bewegt sich relativ schnell im Vergleich zum anderen Planeten. Und Merkur löst aus Handlungen, Terminen, Verträgen oder Nachrichtgesprächen, aber auch etwas lernen oder Wissen vermitteln. Es ist eine Art Austausch. Und hier handelt es sich um deine beruflichen Situation. Sonne ist im Wassermann und zeigt die Monatsthemen. Themen jetzt im März ist das für dich sehr, sehr wichtig. Die Kinder, das innere Kind, deine schöpferische Kraft, dein Leben zu gestalten, deine Lebensbühne oder diese Bühne natürlich kann auch bedeuten, deine Berufung, das zu leben. Rückläufigkeit bedeutet entweder, es wird alles gebremst oder dass wir für einen Moment stehen bleiben sollen und zurückblicken, etwas noch überlegen, überprüfen, nachdenklich zu sein, und das hat mit Vergangenheit was zu tun, kann eine Rückläufigkeit auslösen, dass Themen von Vergangenheit wieder aktuell sind oder dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit. Ab 6. März ist Merkur rückläufig. Jetzt die Mondposition. Ich kann das nicht jetzt jeden Tag beschreiben, dazu müsste ich eine ganz lange Aufnahme machen, aber das kannst verfolgen in meinen Tageshoroskopen, wo ich immer erzähle, wo bewegt sich Sonne, Mond und die Planeten, und dann kannst du das übertragen eigentlich auf dein
Geburtshoroskop, aber achte auf dem System, also indischen Astrologie zum indischen Horoskop. Und bei westlichen Astrologie, die westlichen Bewegung, die Sternen, sonst passt es nicht. Aber hier hast du die indischen Horoskop und die mein Tageshoroskop ist die Berechnung nach die indischen Astrologie. 14. März ist Halbmond im Stier. Halbmond ist schön, aber löst Spannung aus. Und wo hast du diese Spannung? Hier im 8. Lebensbereich. Achte darauf, dass in diesem 14. März kein Termin ausmachst im Finanzamt oder Bank, Versicherung, all diesen Ämtern, womit Geld etwas zu tun hat. Und investiere auch nicht. Unterschreib auch keine Verträge, das was mit Geld was zu tun hat. Vollmond bedeutet, das wird jetzt beleuchtet. Öffne dein Auge auf diese Themen. 21. März ist Vollmond im Löwe und aktiviert bei dir auch deinen Gefühlen. Und du sollst im Klaren sein, was sind deine Wünsche und Hoffnungen. Dann hast du ein Bild davon. 28. März ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Spannung. Hier im Werten und Finanzen, in diesem Tag nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun hat. April. Sonne ist in Fischen, das heißt, das wird April die Monatsthema sein, deine Arbeit und auch deine Gesundheit. Jupiter übergeht im Schütze. April ist Jupiter im Schütze, aktiviert Themen wie Kontakt zu deinen Verwandten oder die Konkurrenz oder Schulungen, etwas lernen, dann Austausch, Medien. Aber Jupiter ist nur für kurze Dauer hier im Schütze, weil dann wird rückläufig und nächsten Monat kehrt wieder zurück zum Skorpion und dann hast du wieder mit Finanzen was zu tun. Aber Jupiter unterstützt dich, weil das ist ein guter Einfluss. Jupiter bringt Glück. Venus und Merkur ist im Wassermann. Bei Merkur Energie handelt sich um Handlungen und Gespräche und bei Venus Energie entweder zeigt das Kreativität deiner Sprache, deine Kunst in deinen Bühne oder vielleicht schreibst ein Drehbuch, arbeitest an etwas, kann auch bedeuten, dass du Gespräche hast von einer weiblichen Person oder lernst du etwas von einer weiblichen Person. 11. April wird Jupiter rückläufig, das heißt die Jupiter-Energie nähert wieder zum Skorpion, also kehrt wieder zurück. Natürlich kann das auch bedeuten, dass jemand schuldet dir Geld und es kommt wieder zurück, das Geld, weil hier aktiviert Jupiter die Finanzen. 25. April wird Pluto rückläufig. Hier kommen alte Themen, was du verabschieden sollst. Das kann auch Erinnerungen sein, weil die dritte Lebensbereich sind die Erinnerungen in Schulzeit.
Wie hast du das erlebt in die Schulklasse, die zwischenmenschlichen Kontakten auch? Es ist nicht nur das Wissen, was vermittelt wurde, sondern wie war die Verbindung zum anderen Kinder? Und wenn hier Erinnerungen sind, was dich immer noch belastet, weil das dir traurig macht, oh, warum habe ich mich damals nicht durchgesetzt, die hat mich so verletzt, all diese Erinnerungen dann beenden, loslassen. Und 30. April wird Saturn auch rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bremst ein bisschen, aber zeigt auch, denk nach, was war in Vergangenheit. 5. April ist Neumond in Fischen. Hier trifft die Lebensbereich Gesundheit, aber auch die Arbeit. Und ein Neumond bedeutet Rückzug, die Ruhe bewahren oder meditieren über etwas. Die Licht, diese Klarheit in unserem Inneren suchen, aber auch finden. Für deine Gesundheit ist gut, wenn du die Ruhe bewahrst und zurückhaltend bist oder nachdenklich zu sein über deine Arbeit. 12. April ist Halbmond in Zwillingen und das ist hier bei Reisen, bei Bildung oder Spiritualität eine gewisse Unruhe, Nervosität, Unschlüssigkeit. Soll ich nicht? Sowas kann das auslösen. 19. April ist Vollmond im Waage. Und das trifft deine Persönlichkeit. Und Vollmond bedeutet volles Licht. Zeig deine Persönlichkeit. Das ist deine Chance, deine Ausstrahlung. 26. April ist Halbmond im Steinbock. Entweder Unsicherheit, Nervosität, dann zieh dich zurück und ruh dich aus. Kann auch bedeuten, dass irgendwelche Reparatur kommt in deiner wohnlichen Situation, im Haus oder in deiner Wohnung. Mai 2019, der rückläufige Jupiter kehrt zurück zum Skorpion. Sonne ist im Widder, das heißt, die Monatsthema ist die Liebe-Partnerschaft. Das wird hier aktiviert. Da fließt die Lebensenergie. Merkur und Venus ist in Fischen. Hier sind die Kontakte, Gespräche, entweder trifft das deine beruflichen Situation, kann auch bedeuten, dass dir nicht gut geht und gehst zum Heilpraktiker oder Ärztin, das ist weiblich. Und Mars, das bleibt hier im Stier. 4. Mai ist Neumond im Widder, nachdenklich zu sein über deine Partnerschaft. 12. Mai ist Halbmond im Krebs, Unsicherheit, Spannung in Öffentlichkeit, im Beruf, im beruflichen Umfeld. 18. Mai ist Vollmond im Waage, wieder lebst dein voller Glanz, deine Persönlichkeit. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder Spannung zu Hause oder du fühlst dich nicht wohl und brauchst den Rückzug, die Ruhe. Juni Sonne und Merkur ist im Stier. Das kann natürlich bedeuten, dass du Termine hast
im Ämtern. Oft hat das mit Finanzen, Erbschaften was zu tun. Mars ist in Zwillingen. Das löst aus, entweder, dass du setzt dich ein, deine ganze Kraft in Richtung Spiritualität und Bildung. Kann auch bedeuten, dass du kennenlernst jemand im Ausland oder eine männliche Person meldet sich bei dir und erlebt oder kommt von Ausland. Und Venus ist im Widder. Die Liebesplanet aktiviert dein Partnerschaft. 22. Juni wird Neptun rückläufig. Diese Rückläufigkeit hier kann bedeuten Erinnerungen. Das kann auch alten karmischen Erinnerungen sein. Oder du schreibst du etwas, gestaltest du etwas und das Thema ist eine vergangene Zeit. Kann auch so etwas auslösen. Juni passiert etwas sehr Wichtiges. Saturn ist der Planet der Schicksal, aber auch die Karma. Saturn ist rückläufig. Diese Rückläufigkeit aktiviert auch Vergangenheit, oft alten karmischen Erinnerungen, Erfahrungen. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit auch etwas zu tun. Das kann auch alten karmischen Themen sein. Und Ketu ist sowieso diese karmischen Knoten, hat mit Vergangenheit was zu tun. Alle drei, ein rückläufiger Saturn, ein rückläufiger Pluto und Ketu bilden sich einen sogenannten Konjunktion und das bedeutet, sie treffen sich. Sie treffen sich hier im Schütze. Sie wirken auch gemeinsam und die ganze Energie vereint sich. Das ist eine ganz, ganz starke Energie und hier sind definitiv karmische Themen, was mit früheren Leben was zu tun hat, was mit Vergangenheit was zu tun hat, auch was mit Kindheit was zu tun hat. Und hier aktiviert bei dir die dritten Lebensbereich. 3. Juni ist Neumond im Stier. Nachdenklich zu sein, wo sollst du die Geld investieren? Oder wenn du eine erbschaftliche Situation hast, da auch Nachdenklichkeit, wie kannst du das abschließen? Aber bedeutet auch, nachdenklich zu sein über das Loslassen, was sollst du verändern? Das sind die Erneuerungsprozesse. Oder Thema Sexualität. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, eine gewisse Spannung im Freundeskreis. Kann auch bedeuten, dass du zweifelst an deinen Wünschen, Sehnsüchte. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion und das bedeutet Klarheit zum Gewinnen über die Finanzen, aber auch dieser Vollmond zeigen offen deine Werte. Nicht verstecken, sondern steh zu deinen Werten und verlang von anderen Respekt. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Eine gewisse Spannung im Arbeit kann auch bedeuten, dass du einfach Ruhe brauchst, auch bei einem gesundheitlichen Themen. Juli. Sonne, Venus ist in Zwillingen und das ist schon dein Monatsthema, Bildung, Reisen, Spiritualität, deine Kreativität, aber kann auch bei Venus-Energie auch bedeuten, dass du Kontakt hast
mit einer weiblichen Person. Aber Venus ist auch die Liebesplanet. Natürlich ist es auch möglich, einen Liebesurlaub machen oder die Liebe begegnen im Ausland. Merkur und Mars ist im Krebs. Du setzt dich ein und führst auch Gespräche, Handlungen und lebst die Öffentlichkeit deiner Berufung. Natürlich bei Mars Energie kann auch bedeuten, entweder dass du dich da durchsetzen musst oder kann auch bedeuten, dass eine männliche Person unterstützt dich dabei. 8. Juli ist Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Nachdenklich sein, wo geht die Reise hin? Oder Meditation, du brauchst die spirituelle Kraft. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. Hier im 12. Lebensbereich heißt es Rückzug. Und ein Halbmond löst Nervosität und Unsicherheit aus. Und wenn du das spürst, dann bleib im Rückzug, brauchst du Ruhe, in Ruhe liegt die Kraft. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Hier aktiviert etwas und das sind auch karmische Themen, weil die Mondfinsternissen lösen karmische Themen aus. 25. Juli ist Halbmond im Fischen, eine gewisse Nervosität im Arbeit oder du brauchst die Ruhe für den Gesundheitszustand. August Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Dann ist sehr wichtig die Öffentlichkeit, die Berufung, aber bei Mars und Venus handelt es sich auch um die Liebe. Natürlich ist es möglich, die Liebe erleben im beruflichen Umfeld oder dass du Anerkennung bekommst von deinem Partner, weil hier im obersten Platz des Horoskopes, an die Spitze des Horoskopes, hier bekommen wir Anerkennung, Respekt und Ansehen. Das ist natürlich auch wichtig. Merkur ist in den Zwillingen. Das sind Auslandskontakte, Gespräche über eine Reise oder ein Studium. 12. August wird Jupiter direktläufig in deinen Finanzen, verbessert sich etwas, das vermehrt sich. Hast du auch Glückschancen, also Gewinnchancen? 12. August ist Uranus rückläufig. 1. August ist Neumond im Krebs. Bleib zurückhaltend oder mach Gedanken, wo liegt deine wahre Berufung. 7. August ist Halbmond im Waage. Das löst bei dir persönlich Unsicherheit aus. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Klarheit über deine Wohnsituation. 23. August ist Halbmond im Widder, eine gewisse Spannung in die Partnerschaft. Und 30. August ist Neumond im Löwe, hier wo deine Hoffnungen liegen und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher. Und das war immer, seit hunderten Jahren oder tausenden Jahren schon, so wurde Regulus verehrt. Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist die Herz der Löwen und zeigt unseren Herzensangelegenheiten. Und unserem Herz, so beschreibe ich das immer, ist ein Schatztruhe. Und wir sollen diese Schatztruhe öffnen und mal anschauen, was ist alles da drin.
alles, was wir lieben. Und gerade hier im 11. Lebensbereich, wo deine Hoffnungen und deine Wünsche geht, also in diesem 30. August, bei diesem Neumond, wäre schön, wenn du nachdenklich bist, dass du zurückgezogen bist, bewahrst die Ruhe, einnimmst eine Art meditative Haltung, hörst auf dein Inneren, vertraust deinen inneren Stimme und öffnest dein Herz, diese Schatztruhe. Und dann erkennst du, was da alles drin ist. Das kann die Berufung sein, das kann Hobby sein, das kann die Natur sein, das kann die Kinder oder Familie sein, das kann die Reisen sein, das kann Kunst oder Kreativität sein oder Sport. Alles, was du liebst, nimm bitte in Besitz. Natürlich dazu gehört auch die liebe Partnerschaft. Und das sollten wir, also nicht nur du, sondern wir alle in diesem 30. August diese Energie dazu nutzen. September passiert etwas sehr, sehr, sehr Wichtiges. Saturn wird direktläufig. Ab 19. September dreht sich Saturn die Richtung. Und das hat dann schon einen Einfluss auf unserem Schicksal, also geht in eine andere Richtung. Oder all das, was bis jetzt gebremst war, endlich geht voran. So, und die Bewegung. Sonne, Mars, Merkur, Venus, alles, alles, alles ist im Löwe. Also ganz starke Energie fließt hier im 11. Lebensbereich. Das wird aktiviert. Und dazu gehört deine Wünsche, deine Hoffnungen, dein Freundeskreis, soziale Kontakte, Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel ein Verein, kann auch auslösen, dass du gründest eine Gruppe. 6. September ist Halbmond in Skorpion. Aktiviert diese Mondenergie deine Werte oder die Finanzen, kann bedeuten, weil das hat, die Mondenergie hat mit unseren Gefühlen auch was zu tun, dass du so wertlos fühlst in diesem Tag. Aber achte auch auf die Finanzen. Nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 14. September ist Vollmond im Wassermann. Dann hast du die Klarheit über dein Werk, über deine Lebensbühne. 22. September ist Halbmond im Stier, Spannung mit Ämtern. 28. September ist Neumond im Löwe, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation über deine Wünsche. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Und Merkur ist im Waage. Merkur hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit und das heißt, dein Wort zählt und du kannst damit anderen überzeugen. Kann auch bedeuten, dass die Gespräche zunehmen oder hast du Handlungen, Termine, du organisierst etwas. Jetzt schauen wir Mars, Venus, Sonne hier im 12. Lebensbereich. Mars und Venus, das sind die beiden Liebesplaneten, Aphrodite und Ares. Also es handelt sich um Thema Liebe, aber hier im Verborgenen. Das kann eine geheime Liebe sein.
Natürlich kann das bedeuten, dass jemand das erzählt und du erfährst Geheimnisse und kommt ins Licht. Die Sonne bringt das ins Licht. Oder du hast deine Geheimnisse, dann bewahre das und schweige, weil die Sonne beleuchtet das und bringt das Licht. Und das heißt mit anderen Worten, du kannst dann das nicht verheimlichen, weil das kommt ins Licht. Hier in diesem Bereich sind auch die geheime Feinde. Das kann eine Rivalin sein oder eine Frau, die auf dich neidisch ist wegen dein Liebesleben, und die Sonne beleuchtet das, erkenne das. Erkenne das, welche Einflüsse hast du. Also das sind so viele Themen, was diese Energie hier auslösen kann. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze und das ist eine gewisse Spannung mit Verwandten oder Medien oder bei Schulungen. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen. Das ist die Lebensenergie, aber auch die Klarheit über deine Gesundheit, über die Arbeit. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen. Spannung im Reisen oder bei Bildung, Prüfungen zum Beispiel. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das heißt Rückzug. Kann auch auslösen, dass du müde und erschöpft fühlst und brauchst du diese Erholung, diesen Rückzug. November. Sonne ist im Waage, deine Persönlichkeit bringst du im Vorschein, du zeigst dich ganz offen, das sind deine Auftritte und das wird auch wahrgenommen. Mars ist im Jungfrau, das kann bedeuten, du brauchst den Rückzug, die Ruhe, weil die Ruhe liegt die Kraft und du musst hier Kraft sammeln. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person hat einen Einfluss auf dein Leben. Und schau mal, im Geburtshoroskop hast du hier Mars auch. Und die Bewegung diesem Planet löst auch, dass du hier ein Mars-Wiederkehr hast. Und das kann auch bedeuten, dass eine männliche Person von deiner Vergangenheit wiederkehrt sich in dein Leben. Und das sind so Geheimnisse. Es ist alles so geheimnisvoll oder karmisch. Kann auch eine karmische Begegnung sein. Merkur und Venus ist im Skorpion. Und das löst etwas aus in deinen Finanzen. Bei Merkur sind Verträge, aber kann auch bedeuten, dass du eine Schulung besuchst und da musst du das auch zahlen, die Rechnungen, was man zahlen muss, oder kaufst du ein schönes Buch für dich. Kann auch bedeuten, dass Geld kommt rein, weil du veröffentlichst ein Buch und da kommt Geld rein. Also die Bildung, aber auch Bücher spielen hier eine Rolle. Entweder Geld gibst du aus oder nimmst du Geld ein. Aber bei Merkur kann auch Termin sein oder Vertrag, irgendwelche Verträge, was hier mit Finanzen was zu tun hat. Bei Venus Energie heißt, entweder handelst mit einer Frau und hat das mit Finanzen etwas zu tun, aber bedeutet auch, und das würde ich mal intuitiv so sagen, dass du Geld ausgibst für Schönheit, weil du kaufst etwas Schönes. Zwischen 1. und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur dann direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig
Und hier setzt etwas in Bewegung in deinen Bühne, dass du deine Träume leben kannst. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Entweder fühlst du dich unsicher und brauchst du Ruhe, den Rückzug, zu Hause zu sein, dass du wieder Kraft und Mut hast. Aber kann auch eine Reparatur sein in deiner Wohnung oder dein Haus. 12. November ist Vollmond im Widder, Klarheit über die liebe Partnerschaft. 19. November ist Halbmond im Krebs, gewisse Spannung in die Öffentlichkeit oder hast du das Gefühl, du bist nicht wirklich wahrgenommen. 26. November ist Neumond im Waage. Bleib zurückhaltend, überleg, was könntest du mit deinem Auftreten, aber auch an deinem Aussehen verändern, verbessern oder hast du dieses Bedürfnis, etwas zu verändern. Dezember 2019 Mars und Merkur ist im Waage, das heißt, du kannst andere überzeugen mit deiner Sprache oder du setzt dich durch. Kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer männlichen Person und das hat mit deiner Persönlichkeit, auch sogar mit deinem Aussehen etwas zu tun oder verändert, dass du möchtest diesem Mann gefallen. Ganz einfach. Und Sonne befindet sich in Skorpion. Monatsthema ist die Werte, Selbstwertgefühl, Finanzen und Venus ist im Schütze. Und das kann bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer weiblichen Person in Verwandtschaft, aber bedeutet auch, du hast Rivalinnen und das ist diese Venus-Energie in diesem Bereich. Konkurrenten, Rivalinnen gehören auch hier. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann und das löst eine gewisse Unsicherheit aus, hier in diesem Bereich. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, etwas klären mit Ämtern oder dir ist das klar, was sollst du loslassen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Entweder fühlst du dich unsicher, was deine Wünsche betrifft, oder hast du Spannung im Freundeskreis. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Sei zurückhaltend von Kontakten und bewahre die innere Ruhe. Oder soll dich nachdenklich machen, mit wem möchtest du die Kontakt pflegen in die Verwandtschaft. Oder wie setzt du dich durch bei Konkurrenten? Januar 2020. Sonne, Merkur und Jupiter ist im Schütze. Also Jupiter übergeht im Schütze, bleibt auch dann im Schütze und aktiviert ganzes Jahr die Bereich Kontakte zu Verwandten oder wie kommst klar mit Konkurrenten, Medien, Öffentlichkeit, Wissen vermitteln, aneignen. Aktiv zu sein und das vermehrt sich auch bei diesem Jupiter-Energie. Und Sonne-Merkur ist auch im Januar 2020 hier. Das wird auch die Monatsthema sein und bei Merkur handelt sich hier um Gesprächen. Aber auch handelt sich auch um Kinder und Jugend. Kann auch bedeuten, du organisierst etwas mit Kindern und bietest Schulungen an. Und Venus ist im Steinbock und das heißt, du verschönerst zu Hause etwas
und Mars hier im Skorpion. Du setzt dich ein für die Finanzen oder bekommst du Wertschätzung von einer männlichen Person. Februar 2020, Mars bleibt im Skorpion. Sonne ist im Steinbock. Monatsthema ist entweder dein Zuhause, deine Wohnsituation oder dass du gründest etwas und dann machst du die Fundament, die Basis. Und Venus, Merkur ist im Wassermann. Thema ist die Kreativität, deine schöpferische Kraft, etwas zum Gestalten. Rahu und Ketu, diese beiden Mondknoten, bewegen sie sich natürlich auch. Und ganzes Jahr 2019 und auch noch 2020 befindet sich Ketu in Schütze hier und aktiviert alten karmischen Erinnerungen und Rahu, der Drachenkopf, in dem Richtung, wo wir etwas gestalten sollen, die Suche nach etwas, was uns fehlt. Ketu ist hier im Schütze und Rahu, dieser Drachenkopf, ist in Zwillinge. Das ist die Richtung, was stärkt. Bei dir ist das Ausland, Bildung und Spiritualität. Diese Richtung kannst du dich entfalten und fühlst du dich befreit. Liebe Aniata, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal für dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.